Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder otto.de und zwar mit dem Snowguard Ultra Gaming, die nächste Generation Gaming PC für 2729 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft-Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellungen, fügt dort den Code ein und dann habt ihr ein aktiviertes Windows. Das System wurde mir vorgeschlagen von RayJ bei uns im Videovorschlägekanal und das schauen wir uns jetzt mal an. Wir sehen hier genau die Komponenten, die wir kriegen. 1:1. Das Gehäuse passt, der CPU-Kühler passt, der RAM, das Board, die Grafikkarte, es passt einfach alles. Und das ist extrem selten, also ihr wisst schon mal, was ihr bekommt. Starten wir auch direkt mit der Konfiguration. Es ist tatsächlich auch ein Intel-System und zwar mit einem i7-14700F. Der hat 20 Kerne, 28 Threads, 65 Watt TDP, kann sich allerdings auch 219 Watt reinschrauben, wenn ihr den ungebändigt laufen lasst, locker über 300 Watt. Und das schafft denn der CPU-Kühler definitiv nicht mehr, kommen wir aber gleich noch zu. Und er unterstützt offiziell DDR4 3200 MTS bzw. DDR5 5600 MTS, aber die Speichercontroller von Intel, die sind so gut, da könnt ihr auch 6000er, 6400er, 6800er draufschmeißen, vielleicht sogar 7200er, wenn ihr nur zwei Riegel nehmt. Also sobald ihr da irgendwie anfangt mit vier Riegeln, wird schon schwierig, aber mit zweien funktioniert das. Das ist ein guter Prozessor, den kann man zum Zocken nehmen, der ist zwar nicht jetzt so effizient wie ein 7800X 3D von AMD, aber den könnt ihr zum Zocken nehmen, zum Streamen nehmen, zum Schneiden nehmen, zum Rendern und so weiter, der ist echt gut. Natürlich, mir ist vollkommen bewusst, wir haben im Moment ein bisschen eine Problematik bei Intel, was da diese überschnelle Alterung angeht, aber da gehe ich jetzt nicht größer drauf ein, an und für sich ist der Prozessor in Ordnung. Bisschen schade natürlich, dass es die F-Variante ist, das bedeutet für euch, ihr könnt dann kein Bild über das Mainboard ziehen, sobald die Grafikkarte mal irgendwie abraucht oder so, aber ja, das ist halt so ein kleiner Wermutstropfen, ist halt die F-Variante. Und der kostet 365,39 Euro bei Notebooks billiger über eBay. Der CPU-Kühler ist ein Enderfy Fortis 5 ARGB. Der hat 6 Jahre Herstellergarantie, hat ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei und 220 Watt TDP soll er abführen können. Ich habe ihn schon mal getestet, ich weiß die Ergebnisse nicht mehr ganz genau, aber ich glaube es waren so 180, 190, vielleicht sogar 200 Watt rum und dann ist auch Schluss. Das bedeutet, wenn dieser Intel-Prozessor mal kurz in den Turbo geht, für diese, glaube ich, 56 Sekunden oder was, dann kann der das noch halten, aber Dauerlast definitiv nicht. Und solltet ihr auf die Idee kommen, den ungebändigt laufen zu lassen, dann sowieso nicht. Aber rein fürs Zocken sollte der ausreichen. Ich finde es einfach schade, das Gehäuse, kommen wir gleich noch zu, ist ein 5000D. Wer schon mal ein 4000D von Corsair gesehen hat, weiß, das ist schon relativ groß. Das 5000D ist noch größer. Da hätte locker eine Wasserkühlung reingekonnt und auch gemusst. Gerade bei dem Preispunkt. Das hat nicht nur ästhetische Gründe, weil eine 360er wäre definitiv besser gewesen für diesen Prozessor. Der wird nämlich wirklich extrem warm. Und dann sieht halt so ein Luftkühler komplett verloren aus in so einem Case. Ihr habt die Bilder eben gesehen, da war oben so viel Platz, da denkt man, man hat einen Micro-ATX-Board drin. Es ist ein Full-ATX. Aber man denkt, es wäre ein Micro-ATX. Aber rein qualitativ kann ich jetzt gar nicht großartig meckern bei dem Kühler. Und der kostet 50,98 Euro bei Mindfactory. Der ist auch scheinbar wieder ein bisschen teurer geworden. Der Speicher ist G-Skill Trident Z5 RGB Schwarz DIMM-Kit 32 GB DDR5-6000. Ist ja schon mal ganz nice, dass sie 6000er nehmen, anstatt 5600, was von Intel sozusagen vorgegeben wird. Das Problem ist jetzt eigentlich wie immer, wir wissen die Timings nicht. CL40 gegenüber CL30, es macht schon einen Unterschied. Ich habe es jetzt vor kurzem mal gemessen, komme ich später noch drauf zu sprechen, also in einem der nächsten Videos. Wir nehmen jetzt CL40, weil er könnte ja so reinwandern. Ich glaube nicht, dass die CL30 reinprügeln. Die gibt es auch als CL36 und CL32. Wir nehmen jetzt halt die schlechteste Variante. Um das Ganze aber ein bisschen abzufedern, CL40 und CL30 ist ein Preisunterschied von 3 Euro. Deswegen verstehe ich es nicht. Ansonsten 32 GB ist völlig okay, 6000 MTS ist auch okay, hat noch ein bisschen RGB-Beleuchtung mit dabei, sieht auch ganz nett aus, der RAM. Ja, kann man so machen. Und der kostet 121,90 Euro bei ComputerUniverse.net. Die Grafikkarte ist eine Asus TUF Gaming GeForce RTX 4070 Ti Super OC 16 GB.
Das wäre dann diese hier, habt ihr eben auf dem Bild schon gesehen, denn das Bild stimmt ja glücklicherweise. Ist eine gute Grafikkarte für WQHD und auch 4K-Gaming. Es kommt wirklich darauf an, ich habe es jetzt vor kurzem auch gemessen. Mit DLSS, ohne DLSS, Frame Generation und wie der ganze Kappes heißt, Raytracing an, Raytracing aus. Also ihr könnt wirklich in 4K-Titeln auch wirklich gute FPS-Werte erreichen, wenn ihr halt DLSS benutzt und Raytracing ausmacht. Ansonsten kommt die in einigen Titeln natürlich auch an ihre Grenzen. Wenn ihr nur WQHD zockt, kann die das eigentlich alles leisten. Für genauere Infos guckt euch einfach den FPS-Test in der Videobeschreibung an. Und die kostet 908 Euro bei 0%shop.de oder Alternate oder Notebooks billiger oder Amazon oder wo auch immer. Das Mainboard ist ein Asus TUF Gaming B760 Plus Wi-Fi ATX. Jetzt kann man natürlich so ein bisschen über den Chipsatz mäkeln, aber der Prozessor ist sowieso kein K-Prozessor, deswegen der lässt sich eh nicht übertakten großartig. Von daher ist das vom Chipsatz her schon mal okay. Designtechnisch finde ich es auch ganz in Ordnung. Es hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten noch 2 weitere SSDs. Hier kommt die Grafikkarte rein. Der Slot wird sehr wahrscheinlich überdeckt. Können wir auch gleich mal nachgucken. Und dann könnt ihr noch diesen Slot hier benutzen und den hier auch für eine Capture-Card oder was auch immer ihr da reinstecken wollt. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN und Bluetooth-Antennenanschluss, 3x USB 3.0, einmal USB 3.1, Netzwerkanschluss, USB Typ C ist wieder am Start, USB 2.0 und die Onboard-Grafik könnt ihr halt hier in dem Fall nicht benutzen, ist ja ein 14700F und ihr habt keine integrierte Grafikeinheit, ihr schließt sowieso den Monitor an die Grafikkarte an. Ihr seht an dem Bild schon, ausstattungsmäßig eher so meh. Ich meine, was wollt ihr mit 5 USB-Anschlüssen? Wirklich. Also ich habe zum Beispiel hier ein Stream Deck, eine Maus, Tastatur, da sind schon mal 3 weg. Dann wollt ihr vielleicht noch irgendwie einen Drucker anschließen oder was auch immer, euer Headset, was über USB läuft und dann sind die halt voll belegt. Da ist so eine USB-Erweiterungskarte über diese Erweiterungsslots schon keine schlechte Idee. Qualitativ okay, gekühlte Spannungswandler auch okay, anschlusstechnisch meh. Und da wir ja dieses schöne seitliche Bild haben, hier seht ihr es halt auch, also wirklich die steckt da drin, der eine wird sowieso überdeckt, der zweite eventuell sogar auch. Es kann passieren, ich weiß es nicht genau, man sieht es nicht richtig, dass ihr hier unten diesen Slot nur noch benutzen könnt und der da drüber auch noch überdeckt wird. Naja. Und das Board kostet 158,90 Euro bei XCOM. Die SSD ist eine Kingston NV2 1 TB. Die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3500 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 2100 MB die Sekunde mit TLC oder QLC Speicher. Die Dinger gibt es halt in beiden Varianten. Da wurde auch letztes Mal in den Kommentaren gefragt, wo ist da der Unterschied. Tippt es bei Google ein, wenn ihr es genauer wissen wollt, aber TLC Speicher ist besser als QLC. Hat was mit der Speicherdichte und der Haltbarkeit und so weiter zu tun. Aber zurück zur SSD. Von der Geschwindigkeit her, ja, nicht das Beste, ist so ein Mittelding. 1 TB ist bei dem Preispunkt einfach viel zu wenig, glaubt es mir. Wenn ihr ein paar Spiele installiert, aktuelle Spiele, AAA-Titel vor allem, zum Beispiel so ein Far Cry mit HD-Texturenpaket, Far Cry 6, frisst einfach 200 GB. Da könnt ihr euch selber ausrechnen, wie lange ihr mit 1 TB auskommt. Deswegen, also ich hätte da mindestens 2 gerne gesehen, wenn nicht sogar 3 oder 4. Geht ja auch. Und die kostet 49,90 Euro bei notebooksbilliger.de. Das Netzteil ist ein Thermaltake TUF Power GX3 Gold 850 Watt ATX 3.0. Das hat 5 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert und hat festes Kabelmanagement. Also das mit dem festen Kabelmanagement kann euch irgendwo egal sein, ob jetzt modular oder nicht, weil ja, das Ding kommt halt fertig gebaut zu euch nach Hause, dann fliegen die Kabel, die nicht genutzt werden, halt im Gehäuse rum. Deswegen finde ich persönlich modulare Netzteile besser. Da könnt ihr die Kabel einfach weglassen, legt die in den Karton und dann ist gut. 5 Jahre Herstellergarantie, gibt es auch bessere, klar. 850 Watt ist in Ordnung, reicht für das System und es bringt auch schon den neuen 12 Volt High-Power-Anschluss für die Grafikkarte mit. Das Ding ist, in der PSU-Tierlist ist dieses Netzteil nicht gelistet. Da gibt es das GX1 und GX2, was beides C-Tier-Netzteile waren. Ich weiß nicht, wie es qualitativ bei diesem Netzteil aussieht, aber ich würde erstmal sagen, es ist okay. Es ist ja auch 80 plus Gold zertifiziert. Und von der Leistung her reicht es halt. Ich hätte ein anderes genommen, aber ist in Ordnung. Und das kostet 89,90 Euro bei Amazon.de. Das Gehäuse ist ein Corsair IQ 5000X RGB Schwarz-Glasfenster ATX. Habe ich eben 5000D gesagt? 5000X. Wie ich eben schon gesagt habe, ein riesen Case. 3x 120mm Lüfter in der Front, die RGB beleuchtet sind. Das sieht hier so geschlossen aus. Ihr habt hier aber seitlich so Luftschlitze. Und ich meine auch, dass Corsair eine Meshfront anbietet, dass man die nachkaufen kann und einfach da reinklippt. Bei dem bin ich nicht ganz sicher, beim 4000D definitiv. Aber bei dem hier weiß ich nicht genau, aber von den Lufteinlässen her reicht es eigentlich auch. Ich finde es halt schade, die lassen auch den Hecklüfter weg. Ihr habt auch keine Wasserkühlung, die die warme Luft oben rausbläst. Also es kommt wirklich nur kalte Luft quasi von vorne rein. Ihr habt den CPU-Kühler drauf, der schiebt das ein bisschen nach hinten.
Aber ich hätte mir eine bessere Kühlung gewünscht. Von der Größe her, wie gesagt, ist ein richtiger Klopper. Da sieht das richtig verloren drin aus, habt ihr eben auf den Bildern gesehen. Ich hätte mir eine Wasserkühlung gewünscht. Kurz und schmerzlos. Und das kostet 189,68 Euro bei Mindfactory. Jetzt haben wir noch die Thematik, ist ein Betriebssystem vorinstalliert und auch aktiviert. Also hier steht der Snowguard Gaming PC mit Windows 11 Home und integriertem Wi-Fi. Na gut, das mit dem Wi-Fi ist Latte. Mit Windows 11 Home. Das bedeutet halt nicht automatisch, dass ihr auch eine Lizenz bekommt. Also ihr könnt es gerne gleich draufrechnen, sind 35 Euro. Aber wenn es nur vorinstalliert ist und nicht aktiviert, dann bringt euch das halt nichts. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler, das Gehäuse und das Netzteil. Und da laden wir beim Gesamtpreis von 1.934,65 Euro. Und das System kostet 2.729 Euro. Da seid ihr bei einem Aufpreis von knapp 800 Euro. Und wir haben das in letzter Zeit wirklich sehr oft, dass gerade in diesem Preisbereich zwischen 2,5 und 3.000 Euro irgendwie so 700, 800 Euro normal geworden sind. Ich weiß es nicht. Natürlich, Otto swackt sich davon noch ein bisschen was weg und dann hat Snowguard ein bisschen weniger Gewinn, aber es ist halt immer noch viel zu viel Geld. Konfigurationstechnisch gar nicht so schlecht. Wie gesagt, die Wasserkühlungsgeschichte und die RAM-Geschichte, dass wir die Timings nicht wissen. Aber da ist jetzt kein grober Schnitzer, wo ich sage, boah, das geht gar nicht. So ein DS3H-Board oder so. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte mal jetzt zwei Alternativen für euch. Da ich persönlich nicht so auf diesem Intel-Trip bin und lieber den 7800X3D da drin sehen würde, habe ich mir erstmal den hier genommen von Hardware Deals. Der kostet 2199 Euro. Ihr bekommt, wie eben schon gesagt, den 7800X3D, effizienztechnisch und auch performancetechnisch im Moment einer der besten Gaming-Prozessoren, die ihr euch so holen könnt. End of High Fortis 5 packt den auch, das ist das Schöne dabei. Wir bekommen Tomahawk Wi-Fi B650 Board, das hat mehr USB-Anschlüsse, ist ausstattungstechnisch sowieso besser. Ihr bekommt eine 4080 Super, die nochmal zwei Stufen höher ist als die 4070 Ti Super. Auch 32 GB RAM, allerdings mit CL30, da wisst ihr auch, was ihr bekommt. Der hat zwar keine RGB-Beleuchtung, aber ihr wisst die Timings. Ihr bekommt eine 2 TB Kioxia Xeria Pro, sauschnelle SSD, ihr seht es hier lesen und schreiben, und halt 2 TB anstatt einen. Ihr bekommt einen 850 Watt Be Quiet Pure Power 12, hat auch schon den neuen Stecker mit dabei und das ARC 700 ARGB. Ist so ein Dauerbrenner, bringt auch schon Lüfter mit und RGB-Beleuchtung und Meshfront und solche Geschichten. Immer noch keine Wasserkühlung. Bei dem 7800X3D auch relativ uninteressant. Ihr habt trotzdem so einen riesen Case und wieder so einen kleinen Lüfter da drin. Ja, ist halt einfach so. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, den CPU-Kühler ohne Beleuchtung, das Gehäuse und das Netzteil. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 2066 Euro. Und das Ding kostet 2,2. Seid da so bei bummelig 140 Euro Aufpreis. Liest sich deutlich besser und ihr habt ein schnelleres System, weil die Grafikkarte schon zwei Stufen höher ist. Ihr habt mehr USB-Anschlüsse und ich persönlich finde den Prozessor auch einfach besser zum Zocken. Wenn ihr wirklich eine Gaming-Kiste sucht, AMD. Zumindest aktuell. Man weiß nicht, was in der Zukunft kommt. Ich bin jetzt kein AMD-Fanboy. Ich selber habe ein 13600K im System. Ich schneide ja auch Videos und solche Geschichten. Ich wollte es nur gesagt haben. Und jetzt haben wir hier die zweite Alternative, in dem Fall von MyPC, falls ihr wirklich auf Intel wollt. Auch eine 4070 Ti Super, auch ein 14700K für 2100 Euro knapp. Grafikkarte, wie gesagt, ist wahrscheinlich nicht die TUF. Ist wahrscheinlich eine Palit oder Gainward oder wie sie alle heißen, also irgendein günstiges Modell. Aber ist Latte, ist von der Leistung her ungefähr gleich. Hier haben wir einen 14700K, keinen 14700F. Also das K bedeutet, ihr könntet theoretisch übertakten und ihr habt eine integrierte Grafikeinheit, weil das F halt fehlt. Ihr bekommt eine 360er Wasserkühlung, die Deepcool LS720. Hatte ich selber schon im Test, deutlich besser geeignet als ein Luftkühler für diesen Prozessor. Ihr bekommt auch 32 GB 6000 MTS CL30 RAM mit RGB-Beleuchtung. Ihr bekommt als Mainboard einen ASRock Z690 Taichi. Ja, ich weiß, der Chipsatz ist eine Generation zurück, ihr könntet theoretisch trotzdem übertakten. Zwischen Z96 und Z97 sind keine riesigen Unterschiede. Ihr bekommt auch eine 2 TB SSD, die auch sauschnell ist. Das Gehäuse ist ein Fantech XT Pro Ultra Satin Black, das bringt schon 4 Lüfter mit. Ne? Also dann habt ihr diesen Airflow gegeben plus die Wasserkühlung. Und ihr bekommt halt auch ein 850 Watt Netzteil ATX 3.1 in dem Fall mit 80 plus Gold Zertifizierung. Ach ja, und Windows 11 Pro ist auch mit dabei, installiert und aktiviert. Schauen wir uns da mal die Liste an. Hier ist die SSD, der Prozessor, der RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 1909,83 Euro. Und das Ding kostet knapp 2,1. Seid da jetzt bei bummelig 190 Euro Aufpreis. Liest sich auch besser als der von Otto. Also wenn ihr wirklich nicht gezwungen seid, bei Otto zu kaufen, kauft direkt bei einem Systemintegrator. Sei es jetzt in dem Fall MyPC oder Dubaro, ist mir relativ latte. Ihr könnt auch bei Krotus gucken oder sonst wo. Ich habe ja immer wieder andere Alternativen. Aber das wäre halt
fast das gleiche System wie das, was wir eben gesehen haben, nur vom Designpunkt halt ein bisschen anders. Ich finde das hier auch schicker, zumindest das Gehäuse. Und das hier wäre halt die rein Zocker-Alternative. Bessere Grafikkarte, Prozessor zum Zocken besser geeignet, ne? Aber lass von dem Ding hier wirklich die Finger. Also ich würde die Finger davon lassen. Ist ja meine freie Meinungsäußerung, darf ich ja so äußern. Ich finde es gut, dass sie die Bilder genommen haben, wie sie auch wirklich sind. Dass es wirklich stimmt optisch. Aber preislich halt wieder völlig uninteressant. Gut, das wär's dann auch wieder mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.